Hallo Mama, wie geht es dir? Ich frage mich manchmal, ob du an mich denkst oder momentan mit anderen Dingen beschäftigt bist. Ich dachte, ich erzähle dir mal, wie es mir so in den letzten Wochen ergangen ist. Es war echt ein schöner Tag, oder? Ja, war schön. Sollten wir auf jeden Fall wiederholen. Auf jeden Fall. Ist alles gut bei dir? Ja, alles gut. Ich weiß, dass du gerade eine echt schwere Zeit durchmachst, aber ich bin immer für dich da, wenn irgendwas ist. Danke, ich weiß das echt zu schätzen. Aber es ist wirklich nicht so schlimm. Ich habe gelogen. Ich wollte einfach nicht zugeben, dass es mir immer noch schlecht ging. Ich hätte es ihr natürlich sagen können, aber du weißt ja, dass ich mich mit sowas immer schwer tue. Nimm es mir nicht übel, Mama. Die Kette, die du mir zum 16. Geburtstag geschenkt hast, das war echt das tollste Geschenk, das mir jemand gemacht hat. Und auch das teuerste. Du hast dir aber viele neue Klamotten gekauft. Und Schmuck und Schminke, alles neu. Ja, war alles im Angebot. Naja, ich gehe mal kurz ins Bad. Alles klar. Marie, was machst du da? Nichts. Wolltest du an mein Portemonnaie? Nein. Geht's dir gut? Die Antwort war klar, aber erst in dieser Situation merkte ich, dass es nicht der richtige Weg war, um das Geschehene zu verarbeiten. Ich nahm die Hilfe an. Man hat mir gesagt, ich soll meine Gefühle mit diesem Brief verarbeiten. Also tue ich das nun. Ich bin unglaublich wütend und traurig zugleich, dass du weg bist. Du fehlst mir unglaublich und mit dir wäre das sicher nicht passiert. Ich liebe dich, Mama.